Hallo und herzlich willkommen beim Brickklempner. Hier geht es um Klemmbausteinsets der verschiedensten Hersteller. Ich bin der Mario, ja auch am Pfingstsonntag, ja tatsächlich immer noch gelernter Klempner. Diesmal geht es um ein Set von Pantasy. Na, als ihr das Thumbnail gesehen habt, hattet ihr kurz Sorge, dass es vielleicht wieder um den Astro Boy gehen könnte. Astro Boy, den habe ich euch bereits vor 10 Monaten präsentiert, also noch sehr viel früher als die ein oder anderen YouTube-Kanäle, die jetzt eben in Kooperation mit Pantasy den Astro Boy präsentieren. Vor 10 Monaten bin ich drauf gestoßen. Ich habe es ja mit Film- und Game-Themen durchaus am Hut. Und Astro Boy, der Film hat mir gefallen. Und als ich das Set damals gesehen hatte, war mir klar, das muss ich besitzen. Zumal ich die Firma Pantasy zu dem Zeitpunkt noch nicht kannte. Kurz danach hatte sich Pantasy bei mir gemeldet und mir vorgeschlagen, in Kooperation zu gehen. Das hatte ich damals abgelehnt. Meine Kanalphilosophie ist ja die, dass ich mir alle meine Sets selbst kaufe und selbst finanziere. Pantasy hat sich jetzt vor knapp 2 Wochen wieder gemeldet. Und da hatte ich noch gar nicht geantwortet auf die Mail und jetzt am Mittwoch eben nochmal. Ich blende euch kurz die Mail ein und auch meine Antwort darauf. Ich habe mich natürlich bedankt für die Nachfrage zur Kooperation und wieder abgelehnt, weil das eben nicht meiner Kanalphilosophie entspricht, dass ich aber im Moment das Metal Slug 3 Set baue und dann am Sonntag präsentieren werde. Ja, ihr seht das, Pantasy hat mir gefallen. Ich habe mir das Popeye-Set dann noch besorgt, natürlich selbst gekauft und finanziert und auch die Baker Street. Und vor knapp jetzt eine Woche, letztes Wochenende eben, bin ich beim Stöbern auf dieses Set gestoßen. Und das fast zeitgleich mit der Ankündigung von Lego, dass sie ja also diese Pac-Man-Konsole, den Pac-Man-Arcade-Automaten rausbringen. Ich habe das hier gesehen und da war mir klar, das muss ich besitzen. Metal Slug Try is Try. Metal Slug 3 ist für mich eine absolute Arcade-Ikone. Und wenn ihr das noch nicht kennt, schaut mal, so sieht's aus. Ja, und dann habe ich das eben gesehen und da war mir klar, das muss ich besitzen. Und beim Bau, das nehme ich mal vorweg, die Funktionen haben mich echt umgehauen. Und ihr seht die jetzt hier so stehen, diese schicke kleine Konsole. Ihr seht ja gleich ein bisschen was zum Bau. Ich hoffe, das funktioniert jetzt, aber eine Funktion will ich euch doch schon mal zeigen. Und das ist, wie ich finde, die coolste. Habt ihr das gesehen? Ist es nicht der Knaller? Schaut euch das jetzt gleich in den Aufbauvideos an. Da seht ihr ein bisschen was zum Bau, das Bauergebnis. Ja, und dann sehen wir uns zu meinem Fazit wieder. Das ist ein Hammer-Set. Also, bis gleich. So, Pantasy haut wieder einen raus. Ich habe das gesehen, kurz nachdem Lego den Pac-Man-Automaten veröffentlicht hat. Großartig. Metal Slug 3, Neo Geo, wer erinnert sich nicht? Ich zumindest es tue. Und ihr habt es ja schon, ich werde es eingangs wahrscheinlich schon gesagt haben, nein, kein Astro Boy, den hatte ich schon lange. Und auch keine Sayonara Saint irgendwas und auch nicht der Fernseher. Ich habe wieder was nach meiner Kragenweite entdeckt. Drehen wir es mal hier um. Und das musste ich haben, natürlich wieder. Ach, ich werde es auch anfangs gesagt haben, selbst gekauft. Machen wir mal hier auf. Auch Männchen dabei, das sieht echt gut aus. Ich weiß noch nicht, was das hier bedeutet, ob man die Männchen dann vorne aufnoppen kann. Sieht ein bisschen so aus. Die Minifix, ich bin echt gespannt. Das sieht so gut aus. Ich habe ja nur die Bilder gesehen. Mal gucken. Mit Sicherheit wird es auch Funktionen geben. Und dann haue ich das mal hier hin. Und ein Karton in einem Karton. Ich hoffe, ihr könnt das alles sehen. Also hier liegt einiges. Habe ich ein bisschen viel Licht? Ja, ein bisschen weniger. So. Und dann gucken wir mal hier. Es müssten super Drucke dabei sein. Da bin ich mal echt gespannt. Ach, ist kein Druck. Das ist, schaut mal, könnt ihr das schon sehen, so eine Folie. Sind es doch Aufkleber. Aber so komplett bin ich mal gespannt. Das sehe ich so zum ersten Mal. Jede Menge Tüten. Die Anleitung. Ich suche Bauabschnitt 1 raus und dann gucken wir es uns an. Ah, ich freue mich. Das sieht schon cool aus. Schaut mal da. Also das ist cool. Da bin ich gespannt. Was haben wir hier noch? Ach, zeige ich euch gleich. Credits. Bin ich mal gespannt, was man da machen kann. Wir haben insgesamt 11 Bauabschnitte. Erstmal hierzu. Also es gibt Aufkleber.
Schaut mal, aber die sind, das ist sehr dick, das fühlt sich auch echt toll an. Da bin ich mal gespannt. Das auch. Ein klein bisschen enttäuscht, Anführungsstrichen. Dann hier so wie so Karten, ne? Soldier Select, da bin ich mal gespannt, denn ich freue mich schon, hier scheint es Funktionen zu geben. Schaut mal. Hebel, irgendwas hin, her, vor, zurück, keine Ahnung. Hier könnt ihr das Original sehen und das Klemmbaustein-Set. Die Anleitung, das sollte verständlich sein. Keine Ahnung, was das hier bedeutet dann immer mit dem Hinweis, aber drauf achten, werde ich schon mit zurechtkommen. Und ich überlege gerade, ob ich gucke und mir die Funktionen schon anschaue. Nein, das mache ich nicht. Nochmal. So schaut es aus. 11 Bauabschnitte. Aber es scheint echt coole Drucke hier zu geben. Ich jetzt mal diese Aufkleber abziehe. Das müsste Druck sein. Das müsste Druck sein. Das müsste Druck sein. Das scheint hier hinten vielleicht dann der Teil zu sein. Ich gucke es mir an. Ich bin echt gespannt. Cool. Mir gefällt es jetzt schon. Achso, wollte mit euch der Teiletrenner. Jetzt gucken wir mal kurz auf Teile. Geht. Hält. Das hier sieht so ein bisschen, ja, ist leicht matt. Mal gucken. Ich hoffe, dass man es dann nicht so sehr sieht, wenn es verbaut ist. Hier auch, so leicht vom matt und ein bisschen verschrammelt. Das, so, ihr könnt das sehen. Ja, ich denke so, ne? Und trotzdem, mal gucken. Ich freue mich. Bauabschnitt 4 habe ich abgeschlossen. Ja, ein bisschen Licht, das geht gut. Es gibt Funktionen. Hier unten könnt ihr das sehen. Hier hinten drin sitzen zwei Federn. Den Knopf kann man runterdrücken. Das ist jetzt noch hakelig. Ich nehme mal an, weil das hier noch so wackelig ist. Am Ende wird das Geschütz sich hier bewegen, glaube ich. Weil, schaut, wenn man den Knopf runter bewegt, dann bewegt sich das Geschütz. Ich bin mal gespannt. Wie gesagt, noch ist es hakelig, aber das ist ja auch noch lapperig. Das wird mit Sicherheit noch fixiert. Hier gibt es auch eine Funktion. Und was ganz spannend ist, ich klappe es mal auf. Ihr könnt ja hier sehen, na, ich halte es mal hier fest. Das hier ist ein Aufkleber. Die sind recht dick und stabil. Und was ganz spannend ist, das sieht ja ein bisschen jetzt matt aus. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Hier ist nochmal auf den Aufkleber eine Schutzfolie. Und wenn ich die abziehe, ich denke mal, jetzt könnt ihr sehen, dann glänzt das echt schön und ist tiefschwarz. Ich lasse die noch dran, solange wie ich hier beschäftigt bin. Soweit funktioniert das ganz gut. Die schwarzen Steine sind immer mal so leicht matt. Nicht ganz so gelungen. Das hier ist Schmutz von der Matte. Aber ist erstmal okay. Mal schauen, wie es weitergeht. Mir gefällt's. Das wollte ich euch mal zeigen. Also, das eine sind die Drucke hier. Bunt. Oh, gute Güte, auch bei Fantasy wird es bunt. Nein! Ihr wisst, mir ist das egal, wenn man hinterher davon nichts sieht. Funktion klappt jetzt auch, seht ihr das? Ne, so nicht so richtig, ne? So vielleicht. Das Geschütz feuert. Und wenn wir hier drauf drücken, geht ja, da auf. Und hier passiert dann auch noch was. Bin gespannt. Schaut mal, das sind die Figuren. Sehen die nicht cool aus? Ich habe die jetzt mal hingestellt, die sollen hingesetzt werden. Das sind erstmal alles hier Drucke. Player 1, Player 2, auch dann die Namen der Protagonisten. Ich kann es jetzt nicht ordentlich lesen, ist ja mir aber auch erstmal wurscht. Und das ist echt cool. Die Haare, schaut mal. Von hinten bedruckt, hier auf den Armen sind Drucke. So sieht es mit der Frisur aus. Also das gefällt mir echt gut. Lass mich auch ein bisschen drehen, ne? Kennt man ja, die Arme einstellen. Das ist echt gelungen. Cool. Geht das so mit dem Licht? Ich hoffe, dass ihr alles ordentlich erkennen könnt. Ich hab's nicht so mit Minifiguren. Wenn sie dabei sind, mag ich es schon. Das muss ich zugeben. So, ein bisschen in die Mitte. Das muss ich euch nochmal zeigen, damit ihr nichts verpasst. Das sind ja die Figuren. Mit Waffen. Und hier, schaut mal. Da noch so eine Szene. Ja, das muss ich später befestigen. So eine Szene mit einem Panzer. Metal Slug Panzer. Ey, das ist so cool gebaut. Also das ist, ne, der rumpelt dann hier, ja, über die Bretter, Brücke. Ey, das ist echt cool. Und das setze ich jetzt mal drauf, da bin ich mal gespannt,
was die Funktion angeht, weil scheinbar kann man es ja drehen, anders kann ich es mir nicht erklären. Da habe ich schon den letzten Bauabschnitt liegen. Will euch das mal zeigen. Ach nee, geht ja gar nicht. Bisschen rauf. So. Das ist echt cool. Schaut mal. Es gibt auch Funktionen. Die behalte ich noch einen Moment für mich. Zeige ich euch dann. Hier oben gibt es bei einer Plate eine leichte Farbabweichung. 2x6er sind das. Das ist völlig okay. So sieht es von hinten aus. Das Schwarz ist immer mal matt. Und das Blau auch. Ich weiß jetzt nicht. Also nicht immer ganz hochglänzend. Die weißen hier schon. Die glänzen. Lego, ne? Es geht auch ohne matt. Das sind 6x6. Ich wische da nochmal drüber. Mal schauen. Kann auch sein, dass das einfach ein bisschen Schmutz vor meinen Händen ist. Und das ist cool. Die Funktionen, das zeige ich euch noch. Das ist echt klasse. Ich mache jetzt zu Ende und dann zeige ich euch das fertige Set. Ich bin begeistert. So, fertig. Der Teiletrenner, Waffenblister sind übrig geblieben. Die Teile waren über, nicht viel. Ich habe die hier nicht vergessen. Ich habe nochmal nachgeschaut. Das brauchte man, um die Axt für die Funktion auszurichten. Zeige ich euch gleich. Gucken wir uns erstmal alles von der Seite an. Funktionen gucken wir gleich. Das sieht echt schön aus. Im Hintergrund gibt es so ein bisschen eine Szene. Das passt dann hier vorne ja, zu dem Panzer. Panzerfahrzeug. Ich habe euch das gezeigt. Ja, kann man es so sehen mit dem Licht. Ich denke, ich hatte es euch gezeigt. Hier ist ja eine Schutzfolie oben auf den Aufkleber. Das ging gut. Das ist auch ein Aufkleber, auch mit Schutzfolie. Prima. Die ist schwarz, ist so leicht matt, trotzdem in Ordnung. Ich habe überall nochmal drüber gewischt. Für mich dann okay. Hier hinten sieht es unsortiert aus. Warum, das zeige ich euch gleich. Und dann haben wir hier an der Seite noch so ein Panzer. Das Geschütz hatte ich euch, glaube ich, schon gezeigt. Hier, ja, ist nichts Spektakuläres, kann man ja kurz abnehmen. So schaut er aus. Das hier ist ein Druck. Alles schick, alles fein. So, jetzt muss ich nur gucken, dass ich die Nocken hier wieder erwische. Zack. Und erstmal schöner, gelungener Eindruck. Dann haben wir die Funktion. Hier, das ist noch ein Druck. Druck, Druck. Bei den Figuren hatte ich euch die Drucke ja schon gezeigt. Dann macht man Folgendes. Münze rein, zack. Hier an der Seite das Fach öffnen. Können wir uns die Münze wieder rausholen. Dann bewegt sich ja, ich hoffe, das klappt jetzt so. Dann das Geschütz, könnt ihr das sehen. Das finde ich ziemlich schön. Das klappt auch geschmeidig mit den Federn drin. Kommt wieder zurück. Echt prima. Dann lässt sich dann der große Preisgewinn hier drauf drücken. Und die Klappe geht unten auf. Und man ist Gewinner. Einwandfrei. Und dann, ja, so ziemlich die coolste Funktion. Ja, könnt ihr das so sehen. Ich denke, ich halte hier mal ein bisschen hoch. Hebel ziehen. Ja, und muss man ein bisschen nachdrücken, ist in Ordnung. Und dann sieht man die Figuren im Hintergrund, Player, ja, könnt ihr sehen, Player Select oder Soldier Select, Quatsch, Player 1, Player 2. Das ist echt cool. Das finde ich ziemlich gelungen. Ein prima Set, eine tolle Funktion. Zurück geht das nicht. Muss man mit dem Finger nachhelfen. Ich habe Sorge, dass dann die Mechanik abreißt, die hier drin steckt, aber nochmal. Zack, seht ihr, und schon hat es geklappt. Also, großartig, klasse gemacht, Fantasie. Fantasie. Ich bin sehr, sehr begeistert. Ganz großes Kino. Bevor wir zu meinem Fazit kommen, will ich noch was loswerden. Die einen oder anderen von euch wissen es ja. Ich habe kein Problem damit, wenn Kanäle sich unterstützen lassen durch Händler oder dann auch Hersteller. Ist für mich völlig in Ordnung, nur nicht meins. Erstmal Performation zum Set bestellt und gekauft habe ich bei Amazon, bezahlt 99,95 €, geliefert wurden 1290 Teile plus einige Teile, die übrig geblieben sind. Die Setnummer ist die 86231. Ihr bekommt von Fantasie eine Bauanleitung in Papierform. Die ist gut verständlich und nachvollziehbar, alles lässt sich gut erkennen. Ich werde ja die Tage jetzt 56, selbst ich bin damit gut zurechtgekommen. Bisweilen habe ich an und an Schwierigkeiten, was Größe und Darstellung angeht. Hier passt es und funktioniert es. Ihr werdet die Anleitung gut nachvollziehen können. Kommen wir zuallererst mal zum Design und das ist wie meine ganz persönliche Sicht der Dinge drauf. Ich sag's jetzt einfach, geil, das ist der Hammer. Als ich die Produktbilder gesehen habe, brauchte ich gar nicht den Aufkleber hier an der Seite Neo Geo. Ich habe sofort gewusst, worum es geht, allein schon aufgrund der Aufgrund der Farbgebung. Da haben die Designer sich echt was einfallen lassen und den Arcade-Automaten ordentlich zusammengeschrumpft.
in einem schönen Design. Ich habe das eben schon gesagt, was echt gelungen ist, ist, dass man hier an der Seite den kleinen Panzer noch gewählt hat mit dem Geschütz, das sich ja bewegt. Das ist jo, animiert, ich habe euch das ja im Bauergebnis zeigen können. Und dass man die Münze einschmeißt und am Ende wieder rausholen kann, ist natürlich gut und macht an der Stelle auch Sinn. Was echt gelungen ist, das sind die Aufkleber in dem Moment. Ja, Aufkleber sind nicht so beliebt. Ich habe euch aber das gezeigt. Die sind ja relativ dick und starr, lassen sich gut aufkleben und sind mit einer Schutzfolie dann versehen. Die nimmt mal runter und dann ist das hochglänzend. Ansonsten gibt es tolle Drucke. Ich habe euch die gezeigt, gerade die auf den Figuren. Die können sich echt sehen lassen. Ich kenne mich mit den Figuren, mit Minifiguren nicht so sehr aus. Ich sammle die auch nicht. Wenn welche dabei sind, mag ich das schon. Die ein oder anderen von euch können das mit Sicherheit, wenn ihr die Bilder gesehen habt, besser beurteilen. Vom Design finde ich das echt gelungen, wenn wir über Funktionen reden. Ich bin mir sicher, wenn ihr Besucherinnen, Besucher da habt und die hingucken und zumindest mal sofort eine Neo Geo Konsole, den Arcade-Automaten erkennen, dass sie fragen, hat das Ding denn auch Funktion? Und wenn man dann sagt, zieh doch mal am Hebel, wenn sich das dann dreht, das ist schon echt ein Knaller und das finde ich an der Stelle gelungen. Was auch hübsch ist, ist, dass die Rückwand sich bewegt und dreht. Das habe ich euch auch gezeigt. Ja, die Dinger sind aus Pappe. Ich finde es aber, wenn es hier um das Thema geht und so wie das technisch gelöst wurde, zumindest mal für mich, völlig in Ordnung. Kommen wir mal zur Qualität der Steine. Alles passt gut, alles klemmt gut, das hat mir gefallen. Einzig die Oberfläche beim Finish, da hätte Fantasy besser sein können. Die Steine, wie gesagt, sind völlig in Ordnung, aber wenn man mal so auf die Plates guckt, da ist immer mal wieder ein bisschen was matt, nicht rau und nicht verkratzt, aber immer so leicht matt. Ich habe dann immer wieder drüber gewischt, weil ich gedacht habe, das sind meine Fingertapsen, ist aber nicht so. Fällt vom Weiten nicht groß auf. Wenn man so wie ich hier sitzt und drüber guckt, sieht man das schon. Am Ende finde ich das nicht so sehr störend. Für mich, zumindest für meinen Geschmack, in Ordnung. Kommen wir mal zum Bau. Der hat mir echt Spaß gemacht. Der ist, ich sag mal in Anführungsstrichen, abwechslungsreich. Man setzt Steinchen aufeinander. Was dann ganz spannend ist, ist die Konstruktion der Funktionen. Man steckt und fummelt das zusammen im positiven Sinn. Weiß erst gar nicht so richtig, wie es funktionieren soll, zumal das auch erst ordentlich funktioniert, wenn einige Bauabschnitte komplett sind. Wenn man zwischendurch immer mal versucht, das habe ich gemacht, funktioniert es nicht ordentlich, weil dann eben die Stabilität auch in den Zahnrädern fehlt. Am Ende funktioniert es dann hervorragend. Einzig, und da bin ich jetzt unsicher, da traue ich mich nie, wenn es jetzt darum geht, die Szenerie zurückzudrehen, da habe ich ein bisschen, ja, ich sage das jetzt mal hier so Schiss, weil ich habe wirklich Sorge, dass ich hier den Hebel abbreche. Weil bis jetzt bewegt sich das... Nee, ich traue mich nicht. Ich mache es dann immer so, ich drehe das hier per Hand zurück, lasse das so stehen und wenn jemand mag, kann er die Münze reinschmeißen und am Hebelchen ziehen. Pumps, fertig, die Überraschung ist perfekt. Also, das Set gefällt mir, ich messe mal aus. Breit 24 cm, hoch 24 cm und tief. Breit, tief, auch für Metal Slug, alles eine Frage der Perspektive, ca. 20 cm. Ein tolles Set, da hat Fantasy sich was einfallen lassen. Was könnt ihr nächste Woche erwarten? Auf jeden Fall ein Mac-Video. Ich hatte euch ja letzte Woche einen schwarzen Mac gezeigt, der stand schon da hinten. Ich habe den weißen inzwischen fertig gebaut. Ich merke, wie bekloppt. Ich merke gerade, ich wollte den da hinten hinstellen, dass er sieht, dass er auch fertig ist. Habe ich jetzt glatt vergessen. Bei mir ist das ja immer alles One-Take. Ich nehme nur alles einmal auf. Deswegen mache ich jetzt keinen Schnitt und stelle schnell irgendwas um. Der weiße Mac ist fertig. Das wird ein Versus werden. Sluban gegen Sembo. Ob ich dann nächste Woche zwei Videos rausbringe, das heißt auch am Freitag eins, weiß ich noch nicht. Am Donnerstag habe ich einen Termin wieder beim Kieferchirurgen. Vor anderthalb Wochen war ich ja schon einmal da. Jetzt auf der anderen Seite eine Baustelle. Ich weiß nicht, ob ich dann so gut reden kann. Auf jeden Fall werdet ihr aber ein Video nächste Woche Sonntag sehen. Möglicherweise die Macs, wenn alles gut geht, eventuell doch zwei. Was baue ich im Augenblick? Jetzt merke ich gerade, ich wollte den Beutel hier hinschmeißen. Habe ich schon wieder vergessen. Im Augenblick baue ich oder werde ich dann bauen, mich anfangen damit zu beschäftigen mit einem 3300-Teile-Set. Da geht es um eine Zeichentrickserie aus den 80ern. Und eine ziemlich coole Weltraum-Crew. Und der Hauptdarsteller ist eigentlich das Raumschiff. Hauptsächlich weiß und ein bisschen rot. Ich habe davon schon ein Set von Bluebricks. Das war mein erstes Set von Bluebricks. Habe ich, glaube ich, vor 5 Jahren gekauft bei Bluebricks aus lizenzrechtlichen Gründen. Nennt sich das Ding, ich kann es ja hier sagen, Meteor. Ja, jetzt habt ihr vielleicht eine Ahnung, 3300 Teile stark. Ich freue mich schon sehr auf das Set und hoffe, dass das klappt und funktioniert mit dem Bau. Dann, wenn es euch gefallen hat, danke ich euch fürs Zuschauen. Lasst mir doch ein Abo da. Daumen, Klingel hier, rim, bim, bim. Jo, und dann sage ich tschüss, ciao, bis zum nächsten Mal, sagt euer Brickklempner. Tschüss.